Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich bin der Profi-Nerd und das ist mein Freund Anakin Skywalker. Anakin Skywalker hat sich ein bisschen transformiert, ist zu Darth Vader geworden. Ich habe euch ja vor längerer Zeit mal eine Abstimmung gegeben, worüber ich denn ein Video zuerst machen soll. Tatooine Homestand, das Microfighter mit dem Tauntaun und AT-AT oder den Helm von Darth Vader. Ihr erinnert euch, ich habe schon ein Video gemacht zu Boba Fett, zu meinem Freund, dem TIE Fighter-Piloten und wo ist er da drüben? Zu meinem Freund, dem Stormtrooper. Ich fand die Helme allesamt super. Der Boba hat mir richtig viel Spaß beim Bauen gemacht, zumal er auch ein cooler, ikonischer Charakter ist. Der Stormtrooper kommt viel besser raus als auf den Bildern. Und der TIE Fighter-Pilot, der ist sowieso das Sahnestück, wie ich finde. Naja, bis jetzt zumindest das Sahnestück. Ihr verfracht euch mal darüber. So, wir können hier zugucken. Der Darth Vader, der wird von mir jetzt als nächstes gebaut. Ich mache jetzt auch kurz ein Unboxing, wir gucken, was drin ist. Aber da gibt es ja noch einen. Es gibt noch einen neuen Helm, und zwar den Scout Trooper. Der Scout Trooper ist auch neu. Der hat, Achtung, 471 Teile, kostet 59,99 Euro UVP. Und der Darth Vader, der hat 800, wo ist es? 34 Teile. Leute, 834 Teile. Und der kostet aber 69,99. Der ist um einiges teurer. Allerdings, Obacht, die Packung ist auch wesentlich breiter. Also so groß sind die anderen Packungen von den drei Helmen ebenfalls. Nur der Scout Trooper, der ist ein bisschen zusammengegangen. Da ist wesentlich weniger an Teilen drin, ist wie gesagt auch günstiger. Den gucken wir uns aber ein andermal an. Ein andermal. Die anderen Kollegen können noch mal stehen bleiben. Wir machen mal ganz kurz ein Unboxing. Ganz kurz, wer ist Darth Vader? Fangfrage. Nee, Quatsch, beantworte ich jetzt nicht. Wir machen mal auf. Och, guck mal, ich brauche meine Schere gar nicht. Das sind zwei Dinge zum Aufrupfen. Also wir sagen, wo ich herkomme, aufrupfen. Oder der Hesse sagt Uffrubbe. Aber wir nehmen jetzt mal die Schere und gehen da vorsichtig rein. Ich mag es nicht, bei so einem schönen Karton diese Dinger, diese Daumenteile da, wo man reindrücken muss, um es aufzumachen. Ich mag das nicht bei so schönen Kartons. Deswegen habe ich es jetzt aufgeschnitten. Kann man auch so den Klebstoff entfernen. Also einfach hier oben den Klebstoff abgeschnitten. Da ist einiges los da drin. Gucken wir mal rein. Die Anleitung. Oh oh. 1, 2, 3, 4 Sticker. Wir haben 4 Sticker bei Darth Vader mit dabei. Das ist okay, das ist die Mundpartie. Oh, die Mundpartie. Die war bis jetzt, die war hier geklebt und teilweise als... Ja, die war geklebt. Haben sie wieder keine Fliesen gemacht, die bedruckt sind? Heidanei. Na gut, ich mache die mal in die Anleitung mit rein. Nee, mache ich nicht. Zeige ich euch. Fangen wir mal... Komm. Legen wir den mal beiseite, machen wir den mal weg, haben wir ein bisschen Platz auf dem Tisch. Wir haben 5 Tütengruppen. Tütengruppe 1, ich blätter mal ganz fix. Tütengruppe 1 ist der Unterstand, praktisch das Ding, wo der Helm später draufsteht. Praktisch der Stand mit einem türkisen Teiletrenner. Jeder braucht einen türkisen Teiletrenner oder mehrere. Tüte 2, bleibst du da? Tüte 2 wird bunt, da ist einiges an Leim mit bei, an Rot, an Lila, an Orange. Das dient wiederum zur, wo ist was am Helm, wo ist Feuer, wo ist links, wo ist rechts. Das hat mir bei diesen beiden Helmen super geholfen. Beim Boba Fett war es ein bisschen einfacher, aber bei den zwei Helmen, wo es eben nur weiß und schwarz ist, war es deutlich, deutlich kniffliger. Tüte 3 sieht aus wie eine Duplo-Tüte, da ist alles mega bunt. Tüte 4, da ist viel Schwarz mit dabei, da geht es dann zwar kleiner. Also Tüte 1, 2, 3, spielt man die Anleitung. Ja, Tüte 1, 2, 3, da ist ein bisschen Verkleidung mit bei und Tüte 3, da fängt es dann an mit dem Gesicht. Und Tüte 4 und 5, da ist viel Schwarz mit dabei, da geht dann an die Haube oben, links und rechts und hinten. Finde ich ziemlich gut. In der Anleitung, was ich sehr cool finde, ich hatte es berichtet im Podcast, komme ich gleich dazu. Ich überschlage mich hier vor Infos. Fangen wir von ganz vorne an. Wer ist Darth Vader? Das ist Darth Vader und das ist Leia Skywalker. Also, Spoiler-Alarm, Leia ist Darth Vaders Tochter. Da quasseln sie, da wird erklärt, wer Darth Vader ist. You don't know the power of the dark side. Hier bekommen wir erklärt, wie ein Teiletrenner funktioniert und die Bauschritte des Helmes. Was mich bei den anderen 18-Plus-Helmen irritiert hat, beziehungsweise bei dem war es nicht so schlimm, bei den beiden war es ein bisschen schlimmer, jetzt ist gerade das Visier von Boba flöten gegangen, war, dass der Hintergrund schwarz ist.
Aufgrund eines Kommentars auf Reddit hat Lego gesagt, oder hat ein User gesagt, ja, auf schwarzem Hintergrund ist es blöd, richtig dunkle Teile zu erkennen. Und deswegen ist es richtig doof und Lego hat eingelenkt und gesagt, okay, wir machen unsere nächste Anleitung ein bisschen barrierefreier. Die 18-Plus-Anleitung, da kommt kein schwarzer Hintergrund mehr, sondern wir machen es barrierefreier. Lego hat Wort gehalten, den... Lasst euch nicht abschrecken, dass der Darth Vader bunt ist ohne Ende. Das ist schon okay so bei den Helmen, das sieht man später alles nicht mehr. Also ich sag mal, bei dem Darth Vader sieht man es auch nicht, bei denen tut man es definitiv nicht. Aber sie haben wieder einen schönen hellen blauen Hintergrund gewählt. Was mir zur Freude ist, dann kriegt man einfach die... Bei den schwarzen Teilen kriegt man nicht einen Koller, wenn man gucken muss, welches Teil ist es denn genau? Jedenfalls 5 Tütengruppen, 834 Teile, ich werde ein bisschen Bauspaß haben. Nur ich habe ein kleines Problem. Die Helme stehen bei mir in einem IKEA-Regal, in einem Kallax drin. Ich habe so eine Vitrine, so eine Glasscheibe vorne dran. Und da sind schon drei Helme drin, die habe ich schon aufgereiht. Vorne dran steht eben das, wie heißt es denn, das Duell, das war so ein USA-Exklusiver, es fällt mir der Name gerade nicht ein. Ich blende es euch mal ein. Steht da rum. Und ich weiß nicht, ob ich noch zwei weitere Helme dazu kriege. Wird ein bisschen eng, muss mir was einfallen lassen. Ich nehme jetzt aber ein bisschen Zeit, nehme das schön auf meine Baumatte, baue das schön zusammen. Jetzt nicht jeden Tag eine Tütengruppe oder so, ich werde das wahrscheinlich durchexerzieren an einem Abend, heute nicht. Es ist schon spät und bin ziemlich gespannt, wie das mit den Augen gelöst sein wird. Bin gespannt, wie sie das lösen mit den Helmen, wie das absteht. Finde ich super. Was ich auch interessant fände, bevor ich jetzt baue, vielleicht gibt es ja, bis ich fertig bin, ich muss mal gucken, dann muss ich mich daran erinnern, ob es auf Rebrickable vielleicht ein B-Modell gibt, wie man Lord Helmchen bauen kann. Ihr kennt schon Lord Helmchen, ne? Aus dem coolen Mel Brooks-Film, ne? Insofern, also, wenn ihr den Film nicht kennt von Mel Brooks, wenn ihr Star Wars nicht kennt, habt ihr eh schon lange abgeschaltet, ja? Das ist mir schon klar. Ich habe jetzt Baufreude und wir sehen uns in ein paar Sekunden wieder. Kennt ihr noch die bezaubernde Genie aus den 60ern? 1,5 Stunden hat es gebraucht, den Bösewicht der dunklen Seite der Macht zu bauen. Wobei, dunkle Seite, fällt mir was ein? Jetzt ist besser. In Rot gefällt es mir besser. Der Darf ist fertig. Und man merkt eindeutig, dass er 150 bis 200 Teile mehr hat als seine Kollegen. Ich zeige euch mal, was ich meine. Das ist der TIE Fighter. Das ist der Darf. Und das ist der Boba. Und das ist der Stormtrooper. Also der ist höher als die anderen. Und auch deutlich tiefer als die anderen. Das macht unter anderem das Helmchen aus. Wir nehmen einfach mal den kleinsten Helm, den Boba Fett, und vergleichen den mit dem Darth Vader. Ich habe hier mein Maßband, ist ein bisschen laut. Der Boba Fett ist Kopfplatte Höhe, na, so 18,5 cm und der Darth hat hier allein 21. Von der Breite von Flügel bis Flügel hat er 15 cm und der Boba hat 12 cm. Das geht schon ein bisschen vorwärts bei dem Ding, also man merkt eindeutig, dass er mehr Teile hat und er ist ganz anders zu bauen als die anderen Star Wars Helme. Ich mache mal die alle weg. Ich zeige euch jetzt mal beim Darth, was cool ist. Die Bautechnik ist eine andere. Tüte 1 ist hier unten das Ständerwerk. Das ist komplett gleich wie bei allen anderen. Da sind zwei Liftarme drin, die halten das komplett stabil. Das Ding ist wirklich ein Traum. Das ist mega stabil, kannst du hinstellen, läuft. Die Plakette hier vorne ist bedruckt. Star Wars, Darth Vader, super Geschichte. Es gibt aber Sticker. Die Nase ist ein Sticker, da habe ich ein Problem gehabt, den muss ich nochmal abmachen, deswegen sieht es ein bisschen doof aus. Das Mundstück ist ein Sticker und hier unten das Kinnstück ist ebenfalls ein Sticker. Fällt nicht wirklich auf, man muss aber gerade draufkleben, was bei diesen dreieckigen Elementen durchaus schwer werden kann. Ich gebe zu, ich habe es nicht überall gerade gemacht, wenn man es nicht weiß, sieht man es nicht. Guckt nicht drauf, man sieht es nicht. Das ist ein Thema für mich. Der Helm ist komplett, also oben alles fest und unten die Elemente, die weggehen vom Kopf, die kann man, also wer jetzt so einen kleinen Elefanten von Disney im Kopf hat, man klappt es runter und ist gut. Es ist kein Spielmodell, das stellt man hin. Doch mal zum Modell selbst. Ich habe schon zweimal gesagt, die Bautechniken sind anders. Bei den Kollegen war es so, dass man ein Ständerwerk unten gebaut hat. Auf dem Ständerwerk drauf kam dann ein viereckiger bunter Kasten. Dieser viereckige bunte Kasten war mit viel Paneelen und viel Luft ausgestattet und zum Schluss wurden die Seiten, der Kopf, das Gesicht und das Hinterteil draufgedrückt, einfach mehr oder weniger. Mehr war es nicht, also das kann man einfach so abnehmen und gut ist. Das mache ich jetzt nicht, weil ein, zwei Teile das Ganze noch fixieren. Bei Darth
ist es so, dass man jetzt keinen Korpus baut, wo man später alles dran flanscht, sondern man baut es stufenweise. Man baut zuerst den Kiefer, das Unterteil, dann baut man das Mittelteil bis zur Nase und dann baut man erst oben den Kopf und erst die seitlichen Teile und das hintere Teil werden dran geklatscht. Der Bau ist ein bisschen anders. Er hat aber auch keinen einzigen rosa Stein drin. Kein rosa Stein. Das Gehirn ist ein Light Orange Stein. Kein rosa Stein. Finde ich cool. Ich blende es euch mal ein. Des Weiteren sind die Bautechniken ähnlich wie bei den anderen Helmen, aber ein bisschen anders noch. Ein bisschen anders. Ich nehme es mal hier raus. Man verwendet wieder diese kleinen Stäbchen mit irgendwelchen Aufnahmen und steckt die irgendwo rein, um etwas zu befestigen, wie diese Äuglein. Es ist ein bisschen schwer, das wieder reinzustecken, aber es funktioniert. Man darf es halt einmal bauen, dann die wieder anfassen, dann ist gut. Außer man weiß, was man tut. Richtig krass finde ich, dass die da drin zwei Dinge verbaut haben, die mir mega viel Freude gemacht haben, die mir noch kein Helm diese Freude gemacht hat, weil die anderen drei Helme waren immer das gleiche. Ständerwerk bauen, viereckiges Kopfteil bauen und dann den Zeug ranklatschen. Hier war es wirklich anders. Hier hat man auch eine Richtungsumkehr gebaut, wie bei der Polizeistation. Ich blende euch das mal ein. Ihr habt einfach so eine kleine Noppe, die hier oben wegsteht und dann wird ein Teil gebaut, das wird um 180 Grad gedreht, kommt oben drauf und damit bauen wir diesen Nasenflügel. Das fällt keinem Mensch auf, dass das Ding gedreht ist, aber nur so bekommen wir hin, dass oben glatt ist und unten noppig, sodass wir eine coole Aufnahme kriegen. Finde ich mega gut. Des Weiteren, das, was ich euch gerade eben gezeigt habe, das machen wir bei anderen Stellen noch mehrfach, das haben wir bei den anderen Helmen auch gemacht. Auch mega cool, diese Bautechnik. Und das Allerschönste, was mir gefallen hat, ist hier an der Seite. Ich blende es euch mal ein. Ich habe ein bisschen Pipi in die Augen bekommen. Da ist eine Lanze dabei von den alten Rittern. In schwarz, die da einfach als Seitenteil verbaut ist. Und natürlich dann hier oben das andere Teil. Das ist verbaut, das kann man hier wie eine Ameisenfühler hier wegbewegen. Wird aber hier oben an, oder hier vorne angeklemmt. Liegt einfach frei drauf. Das Ding sieht einfach super aus. Da kann man nichts sagen. Das Ding sieht einfach super aus. Das macht im Regal was her. Auch wenn es einfach nur da steht. Neben dem Kollegen zum Beispiel. Das ist doch hammerhart. Also ohne Witz. Dafür, dass der 10 Euro mehr kostet als die anderen, merkt man ihm aber auch die 150 bis 200 Teile mehr an. Ich baue den Scout Trooper noch. Der hat ja so wenig Teile ungefähr wie der Boba Fett ungefähr. Den baue ich auch noch. Dann stellen wir die mal noch nebendran. Wie die so wirken. Für mich ist er Darth Vader, aber von den vier Helmen, die ich bis jetzt gebaut habe, sowohl das Bautechnische, als auch das Optische, als auch das Größenhighlight. Und es ist wie im Film auch, der Helm ist einfach größer als der eines Scout Troopers oder Storm Troopers. Er ist einfach größer, er ist mächtiger. Und dafür, dass er diese ikonische Figur aus der Star Wars Saga ist, also besser hätte man ihn in dieser Größe nicht umsetzen können. Wer möchte, wartet natürlich auf Rabatte, den gibt es auch schon für weniger Geld bei anderen Spielwarenhändlern. Ich mache euch einfach mal einen Link in die Shownotes rein, ihr wisst das Übliche, da könnt ihr mal draufklicken und kaufen, müsst ihr nicht die OVP oder die UVP bei Lego zahlen. Ein Traum, es ist ein Traum, ich kann es nicht anders sagen, es ist ein Traum, vor allem mit der bedruckten Plakette hier vorne. Klar, die anderen Aufkleber stören mich ein bisschen, mein Gott, okay. Haben mich aber hier auch nicht gestört und hier auch nicht. Und beim Boba auch nicht. Ist halt einfach so. Die habe ich trotzdem drauf gemacht, die Aufkleber, wenn das Ding in der Vitrine steht. Guckt da keiner drauf und guckt, ist da eine Kante von dem Aufkleber. Es fällt nicht auf als Aufkleber. Außer man pappt komplett schief auf. Sollte da schon ein bisschen Gefühl beim Bauen mitnehmen. Aber ich erspare euch jetzt auch die Detailansicht. Ich werde jetzt nicht meine kleine Whitebox hauen und die Detailansicht rauskramen. Es reicht, wenn ich ihn jetzt einfach hier vorne... Ich hoffe, der Fokus geht drauf, wenn ich ihn hier vorne ein bisschen drehe. Also es ist der Helm von Darth Vader. Es ist ein Traum. Es ist einfach ein Traum. Was will man da mehr sagen? Außer vielleicht, was für Helme man sich noch wünscht. Was für Helme könnten noch kommen? Auf der Seite des Imperiums gibt es jetzt noch ein, zwei wahrscheinlich Leute, so wie die Stormtrooper oder den Scout Trooper Helm, ne? Vielleicht noch den einen oder anderen Pilotenhelm, den man bringen könnte. Oder ein AT-AT-Driver-Helm. Wir erinnern uns. Ich habe noch das AT-AT und Tauntaun Microfighter-Bundle. So ein AT-AT-Driver-Pilothelm könnte noch kommen. Aber dann ist langsam auch mal so die Welt der Helme erschöpft. Dann könnte man mal nachdenken, über die Helme der Rebellen nachzudenken. Ich weiß, es wird dann so ein
Fiasko wie bei dem Batman-Helm, dass die Hälfte eben komplett offen ist, dass es eben nur ein Helm auf einem Ständerwerk ist, der nicht so vollumfänglich ist, sondern nur die obere Kante. Aber so ein X-Wing-Fighter-Helm wäre doch mal nicht schlecht. Oder den Helm, den Luke auf Hoth hat. Sowas wäre doch auch mal nicht verkehrt. Ja, ich weiß, es ist dann nur eine halbe Helm, aber da kann man dann 40 Euro oder 30 Euro, 40 Euro für verlangen. Wäre fair. Super Geschichte. Stellt man einfach daneben ins Regal, neben Darth Vader, neben die anderen. Oder, was es auch noch sein kann, nach dem Erfolg des Mandalorianers könnten wir doch neben dem Kollegen auch noch den Helm von dem Mandalorianer, von Din, bekommen, oder? Diese Beskar-Rüstung, den Beskar-Helm in Braun und Flat Silver könnte man noch kriegen. Sowas bin ich sofort für zu begeistern. Das kaufe ich blind. Auch zum Originalpreis. Ich bin da zum Lego Store gerannt und habe mir den besorgt, weil ich ihn so cool finde. Und meine Intuition hat mich nicht getrübt. Ein super cooler Helm. Und ich wiederhole mich, wenn ich die Bautechnik und so anspreche. Macht euch selbst ein Bild. Also im Lego Store Stuttgart steht das Ding im Schaufenster. Könnt ihr euch angucken. In den anderen Lego Stores wahrscheinlich auch. Vielleicht kennt auch jemand, der das Ding hat. Es werden viele andere YouTuber noch Videos über dieses Ding machen. In meinen Augen ist es ein Traum. In dem Sinn, genug geschwärmt für heute. Wünsche ich noch einen schönen Tag. Bis bald.